die Regierung schon gesagt hat, muss sich der FCF noch ein bisschen gedulden. Zwischen dem ersten und zweitplatzierten in der Gruppe 10 in der vierten Liga hat drei Runden von Schlusspunkten gestanden. Auch wenn der rangliche erste Eck gegenüber Wallisellen ein besseres Torverhältnis aufweist, ist der Aufstieg neu besiegelt. Auch nicht mit dem schwer erkämpften 1:0 gegen den FC Schwarzenbach vom Donnerstag, 24. Mai. Für den FC Eck hat im Auswärtsspiel gegen Schwarzenbach geheißen, ein Sieg muss her. Darum haben Decker auch schon von Anfang an Druck gegen vorne gemacht. Das hat sich schon ziemlich ausgezahlt. In den ersten Minuten verwandelt der erste Corner ins 1:0. Es war genau das einzige Goal in diesem Spiel. Auch wenn Decker der Heimmannschaft manche Standardsituation geschenkt haben, haben die sich nicht verwerten. Der Ball ist so ziemlich in alle Richtungen geflogen, nur nicht ins Goal. Auch nach der Halbzeit hat sich am Spiel nicht viel geändert. Obwohl die Schwarzenbacher aggressiver gespielt haben, sind die Decker immer wieder zu Goalchancen gekommen. Doch sind sie in vielen Fällen nicht zuletzt am einheimischen Goal gescheitert. Der Trainer, der Erich Koch, hat das Spiel von seinem Team lange Nerven gekostet. Herr Koch, Sie haben jetzt 1:0 gewonnen, ist ein harter Kampf. Ja, das ist ziemlich hart gewesen. Ich muss dem Spiel ein Kompliment machen, weil wir sind jetzt erstmal erste in der Saison und gegen den ersten ist der Gegner immer sehr gut motiviert. Und wir haben gewonnen und das ist die Hauptsache. Resultat spielt dann nicht so eine Rolle, wenn wir gewonnen haben. 1-2 oder 3-0 spielt keine Rolle. Die drei Punkte sind wichtig. Und die haben sich Decker hart verdient. Doch die Saison ist noch nicht vorbei. Wallisellen bleibt den Ecker weiterhin auf den Fersen. Sie haben ihr Auswärtsspiel 4:0 gewonnen. So damit haben sie bezüglich des Torverhältnisses wieder mögen aufholen. Der Erich Koch lässt sich von dem aber nicht beeindrucken. Ja gut, wir werden einfach immer probieren, alle Matches zu gewinnen. Und das mit dem Goal-Verhältnis ist dann, wenn wir alle drei Matches noch gewinnen, dann ist es Glückssache. Aber ich denke, wir werden weiter Vollgas geben und das Beste probieren zu machen. Jetzt, dass sie sich am Schluss behaupten können und in die Dritte zurückkehren, zeigt sich spätestens am Sonntag, 17. Juni.